Der saftigste Kümmelbraten, den Sie jemals gesehen haben. Das urigste Lecho und der intensivste Knoblauchschopfbraten des Landes. Jetzt im Koch mit Oliver. So schmeckt Österreich. Hallo bei Koch mit Oliver. Bei uns geht's heute ums Entspannen und ums Genießen. Und vor allem ums Lust bekommen auf Österreich. Österreich, wie soll das schmecken? Wir zeigen Ihnen ab heute in jeder Sendung, dass Österreich ein großartiges Land ist und hier schmeckt es wirklich besonders. Und den Anfang macht gleich eine der sonnigsten Regionen, und zwar der Seewinkel. Der Seewinkel im Burgenland. Mit 2000 Sonnenstunden im Jahr ist das Gebiet östlich des Neusiedlersees eine der wärmsten Gegenden Österreichs. Das wissen auch die vielen Lebensmittelproduzenten in den verschiedenen Genussregionen im Seewinkel zu schätzen. Der Seewinkel, es ist wirklich so, dass das Klima, was wir haben, das ist einzigartig hier, dieses mikrobiologische Klima. Das ist für den Weinbau wunderbar und auch für unsere Tiere. Hier wächst also nicht nur der omnipräsente burgenländische Wein, sondern hier gibt es gleich auch mehrere Früchte der Genussregionen. So wie das urige und köstliche pannonische Mangalitzer Schwein. Die Schweine können ganzjährig heraus sein. Es ist so, sie sind nicht geeignet für den Stall. Das heißt, draußen ist das Schweineleben. Und nach dem Schweineleben folgt quasi der kulinarische Schweinehimmel, wenn auch nicht für die Schweine. Legendär ist hier natürlich auch das Seewinkler Gemüse, wie uns Paprika und Paradeiser Kaiser Erich Stekovic versichert. Mein Lieblingsgericht hat genau mit diesen zwei Produkten zu tun, für die ich bekannt bin und für die ich stehe. Das ist Paprika und Paradeiser. Und für mich ist Lecho das Allerbeste. Und dieser Mann muss es ja wissen. Bevor wir also gleich ein wenig intensiver in die restliche Kulinarik des Seewinkel eintauchen und Ihnen mit diesen drei herrlichen Speisen Appetit auf den Seewinkel machen, heißt es jetzt gleich einmal. Also, get your Lecho. Aber wir können noch nicht gleich mit dem Lecho beginnen, denn es gibt heute was ganz Besonderes, eins der besten Schweine, die Österreich hervorbringen kann. Und damit müssen wir beginnen, das dauert nämlich relativ lang. Und zwar habe ich aus meinem wunderbaren Tiefkühler, da unten raus, dieses Schwein eingefroren gehabt. Und der ist so gut, dass er selbst nach einem Tag im Kühlschrank oben noch nicht hundertprozentig aufgetaut ist. Dieses Schweinstück kommt jetzt in die Mikrowelle, in die Auftaufunktion. Im Gegensatz zu den Garfunktionen der Mikrowelle mit bis zu über 1000 Watt Leistung arbeiten Auftauprogramme in der Regel nur mit 180 bis 240 Watt. Das reicht aus, um das gefrorene Essen, konkret also unseren Schweinsschopf, sanft aufzutauen, ohne ihn gleich zu garen. Aber in der Zwischenzeit können wir natürlich den Bauch herrichten. Schauen Sie mal, wie herrlich der ausschaut. Da, wunderbar marmoriert. Auf der Seite schon eingeschnitten. Und was kommt da alles drauf? Logischerweise Salz, Kümmel und ganz wichtig Knoblauch. Warum das so logisch ist mit dem Kümmel, verrät uns unsere neue Ernährungswissenschaftlerin Barbara Melsch von der FH Burgenland. Der Kümmel als verdauungsfördernde Zutat regt die Magensaftproduktion an und demnach kann er eben in der Verdauung sehr positiv wirken. Zurück zum Braten. Ah, das wird ein richtig schöner Kümmelbraten, wie man da schon sieht. Da ist nur Kümmel drauf, nur Kümmel drin. Jetzt kommt das Salz drauf. Und zwar ordentlich salzen. Also das kann man schon richtig, wissen Sie, das braucht ein bisschen Geschmack. Deswegen gar nicht da herumlamentieren, sondern richtig ordentlich salzen. Für den perfekten Kümmelbraten oder jeden Braten mit Schwarte hat Oliver nun noch einen besonderen Tipp. Wenn Sie, so wie ich, jetzt Ihren Kümmelbraten die Fettseite, und zwar richtig die Schwartenseite, Sie sehen das da, da ist es ja schon eingeschnitten, nicht schon im Vorhinein eingeschnitten haben. Ah, die Mikrowelle rührt sich. Ja, piep, 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 sagt er zu mir. Lassen wir mal schauen. Perfekt. Vorher war es nämlich, wenn man draufgegriffen hat, noch richtig hart. Jetzt ist es perfekt. Das werden wir mal nachher marinieren, jetzt machen wir mal den Bauch da fertig. Wenn Sie das noch nicht eingeschnitten haben, gibt es einen kleinen Trick. Sie nehmen ein wenig Wasser, geben das in Ihr Backblech oder in das jeweilige Geschirr, wo Sie es, wenn Sie es nicht so groß haben wie ich, wird es wahrscheinlich ein kleineres sein, geben ein bisschen Wasser rein und legen die Fettseite, also die jetzt noch nicht eingeschnittene Seite, hinein in dieses Wasser. Dann ab damit ins Rohr bei ungefähr 180 bis 200 Grad und da lassen Sie es 20 Minuten drinnen liegen.
Was passiert? Dieses Fett weicht sich auf und Sie können es dann wirklich quasi fast mit einem Buttermesser einschneiden. Und somit haben Sie nicht das Problem, dass die Schwarte nicht einzuschneiden ist. Ansonsten ist es nämlich ziemlich schwierig. Kinderleicht zuzubereiten ist dafür jetzt die Knoblauchpaste, mit der Oliver gleich den Braten einreiben wird. Denn um den Knoblauch besonders cremig werden zu lassen, zerstößt Oliver die kleinen Knoblauchstücke gemeinsam mit grobem Meersalz. Auf die Art kann der Knoblauch seinen gesamten Geschmack entfalten. Und wenn Sie sagen, meine Finger stinken dann nach Knoblauch, waschen Sie es mit ein bisschen Zitrone, dann geht das alles weg. So, die Hälfte oben eingerieben und so richtig wieder mal schön einarbeiten. Und die andere Hälfte kommt auf die andere Seite. Abgerundet wird der Geschmack dann noch mit einigen Wacholderbeeren. Und etwas Wasser auf dem Backblech verhindert, dass der Braten gleich verbrennt. Und jetzt 205 Grad 3D-Garen bei meinem Herd. Und das ist eine tolle Geschichte, denn da kommt die Hitze von jeder Seite. Und das wollen wir natürlich ja auch haben, damit der Kümmelbraten möglichst rasch gar wird. Später schalten wir dann aber bei noch größerer Hitze auf den Obergrill, damit wir auch zu einer möglichst knackigen Kruste kommen. Jetzt kommen wir zurück, denn da ist mein Schopfbraten. Ist aber kein Karree, denn also ich persönlich rate immer ab beim Schweinsbraten vom Karree, das wird am ehesten trocken. Saftig sollte der Braten natürlich schon werden. Auch der Schopfbraten sollte am Ende herrlich knofelig werden. Viele Menschen machen aber immer noch den Fehler und würzen den Braten schon vor dem Anbraten in der Pfanne. Das ist aber falsch. Oliver zeigt, wie es richtig geht. Das heißt, wir braten zuerst das Fleisch an. Und dann würzen wir es. Und dann kommt es ins Rohr. Genau. Während unser Schopfbraten in der Pfanne angebraten wird, kümmert sich Oliver um den Fond für das Fleisch. Den Anfang machen Weißwein und Wacholderbeeren. Sie haben jetzt gesehen, da war noch ein bisschen so eine rote Flüssigkeit. Das ist der Fleischsaft. Nicht wegschmeißen. Das macht einen super Geschmack. Was brauchen wir noch? Ein bisschen Salz brauchen wir noch zusätzlich, auch in den Fond. Ganz wichtig, Kräuter kommen auch dazu. In unserem Fall Thymian und Majoran. Nun muss das Fleisch noch auf der anderen Seite zarte Röstaromen entwickeln. Und Oliver ist begeistert. In Wahrheit ist da jetzt noch kein Gewürz drauf. Aber dieses Schwein ist so sensationell, es schmeckt wirklich jetzt schon. Okay, nimm das jetzt raus. Streich es ein auf der Seite mit meinem Gewürzding. Was uns noch fehlt, ist der Kümmel. Auf der anderen Seite auch. Den streuen wir dann noch oben drüber. Riechen Sie das sensationell. Und das kommt jetzt auch noch ins Rohr. So. Gesagt, getan. Der Schopfbraten kommt nun ins Rohr, wo der Kümmelbraten ja bereits auf ihn wartet. Für Fleischliebhaber ein Bild für Götter. Wenn Sie jetzt schon daran denken, diese ganz besonderen Braten nachzukochen, finden Sie die Rezepte dafür auch in der aktuellen Ausgabe von Gusto. Sie werden sich wundern, warum ich mich so besonders um dieses Schwein kümmere, weil es ein ganz explizit großartiges Schwein ist, und zwar das Mangalitzer-Schwein. Das ist im Seewinkel zu Hause und wir haben Menschen getroffen, die sich mit diesen Schweinen noch viel mehr beschäftigen als ich. Alois Kreuß und Alois Weg. Diese beiden Männer haben sich voll und ganz den pannonischen Mangalitzer Schweinen verschrieben. In mehreren gigantischen Freigehegen in der Nähe von Ilmitz im Seewinkel fühlen sich diese urtümlichen pannonischen Mangalitzer Schweine sauwohl. Aber wie kamen die beiden Schwager darauf, diese Schweine zu züchten? Das Mangalitzer-Schwein war ein Schwein vom Aussterben bedroht. Wir haben gewusst, es ist ein Speckschwein, kein Fleischschwein. Es ist relativ leicht zu halten draußen. Und deshalb sind wir aufs Mangalitzer-Schwein gekommen. Ursprünglich kommt die Rasse ja aus China und wurde erst vor knapp 200 Jahren ins damalige Ungarn gebracht. Vom Aussterben bedroht war sie vor allem auch deshalb, weil seit den 1960er Jahren immer mehr Leute mageres Fleisch essen wollten und immer weniger dieser Fettschweine gezüchtet wurden. Dabei ist deren Fett in Maßen sogar gesund. Fast so wie Olivenöl. Richtig, das ist ein gutes Fett. Vor allem ist es so, die Tiere, die werden erst mit 14, 15 Monaten geschlachtet. Dadurch ist das Fleisch und das Fett auch sehr ausgereift. Und dadurch ist es nicht zäh, sondern zergeht auf der Zunge und ist butterweich.
Mittlerweile sorgt auch der österreichische Fachhandel dafür, dass man im ganzen Land wieder Produkte vom pannonischen Mangalitzerschwein bekommt. Und nein, wenn man diesen beeindruckenden Tieren zusieht, muss man kein schlechtes Gewissen haben, sie dann auch zu essen. Ganz im Gegenteil. Denn nur die vermehrte Zucht dieser Tiere, dank größerer Nachfrage, haben diese Rasse vom Aussterben bewahrt. Zurück in unserer Küche zaubert Oliver aus diesen Mangalitzer-Schweinen jetzt die sensationellsten Braten Österreichs. Wir sind unterwegs im burgenländischen Seewinkel und Oliver Hoffinger zaubert die sensationellsten Braten vom Mangalitzer-Schwein. Das Fleisch ist schon im Ofen. Zeit für eine traditionelle Vorspeise. So schmeckt Österreich. Jetzt im Koch mit Oliver. Bei kaum einem anderen Gemüsegericht scheiden sich die Geister, so wie beim Lecho. Lecho, traditionell Österreich, aus der Monarchie. Paradeiser, Paprika, da kann man nichts falsch machen. Aber, wie gesagt, es scheiden sich die Geister. Und zwar, soll man da eine Paprikawurst eine geben, soll da ein Ei dazu und vor allem, soll Knoblauch rein oder nicht? Ich bin eindeutig für den Knoblauch. Das hat mit einem ganz speziellen Gemüseproduzenten aus dem Seewinkel zu tun. Und den haben Sie heute schon mal gesehen. Erich Stekowitz ist eine Legende unter den österreichischen Gemüsebauern. Nicht nur, weil er sich um den Erhalt alter heimischer Paprika-, Tomaten- und Gurkensorten einen Namen gemacht hat. Nein, bei ihm weiß man, dass er sich gerne auch einmal selbst die Hände schmutzig macht, wenn es um den richtigen, den guten Geschmack geht. Wir treffen ihn bei der Knoblauchernte, wo er unserem Oliver erklärt, warum er sich seit kurzem jetzt so stark für den Knoblauch aus der Genussregion Seewinkler Gemüse macht. Knoblauch hat einfach damit zu tun, dass mein Vater immer Knoblauch angebaut hat und mir das wirklich irrsinnig stört, dass wir den Großteil des Knoblauchs, den wir heute im Geschäft zum Kaufen kriegen, der von China kommt. Der kommt aus China? Kommt aus China. Und es gibt keine Region in Österreich, und das ist das Tolle daran, wo der Knoblauch nicht wachsen wird. Er wächst natürlich zu unterschiedlichen Zeiten, reift unterschiedlich, aber er würde in jeder Region Österreichs wachsen. Aber der Knoblauch ist auch ein sehr widerspenstiges Gemüse, weshalb ihn die meisten heimischen Bauern nicht allzu oft anbauen. Erich Stekowitz tut sich diese Arbeit gerne an, um Knoblauch so anzubieten, wie er sein sollte. Nämlich mit ein bisschen Erde und ganz viel Geschmack. Der Knoblauch hat zig Schalen, etwa 10 bis 15 Schalen, bis man dann wirklich zum Knoblauch kommt. Und je mehr Schalen einem darunter, die sagt, das ist die Haut. Das ist die Sicherheit im Wort. Das ist die Sicherheit. Das ist so, wie wenn du einem Menschen die Haut abziehst. Und immer dort, wo die Haut abgezogen ist oder wo die Haut verletzt ist, entstehen Pilze, Infektionen. Und das ist genau das Gleiche mit dem Knoblauch. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass der Knoblauch jetzt auf diese Art jetzt da sauber geputzt wird. Also das ist massiv alles herunter. Dann wird ihm noch der Stängel runtergenommen. Und so geht er dann in den Verkauf. Und dann gibt es kein Leben mehr. Aber nicht nur der Geschmack von Erichs Knoblauch ist überlegen. Auch die Haltbarkeit profitiert von der Naturbelassenheit. So ist der Knoblauch bis zu einem ganzen Jahr haltbar und dabei immer frisch. So lange wird er in unserer Küche allerdings kaum überleben. Zurück ins Studio. Jetzt können wir also endlich auch mit unserer Vorspeise beginnen. Im Schwein ist der herrliche Knoblauch ja schon drinnen. Das habe ich mitbekommen vom Erich. Und jetzt verwende ich ihn natürlich auch für mein Lecho. Wir schneiden sie grob in Würfel. Und dann braten wir es extra an. Warum will ich das unbedingt extra gebraten haben? Es soll richtig schön goldbraun werden. Und das gebe ich dann extra noch zum Lecho dazu, damit wir es eben nicht verbrennen lassen. Das ist nämlich einer der größten Fehler, finde ich, in der Küche, wenn der Knoblauch verbrannt ist. Der wird dann nämlich bitter und grauslich, und das hat er sich echt nicht verdient. So. Der Knoblauch kommt nun also klein gehackt in einen Topf mit etwas Öl und wird bei mittlerer Hitze angebraten. Bei umso größerer Hitze kommt nun auch grob gehackter Zwiebel in eine andere Pfanne, in unserem Fall in den Wok. Beim Knoblauch muss man übrigens darauf achten, dass er am Ende goldbraun ist, aber auf keinen Fall dunkler. Sie müssen aufpassen, die Pfanne ist ja meistens ein bisschen heiß, auszuschütten sollte man nichts. Die Pfanne ist ein bisschen heiß, in dem Fall diese Kasserole, und er selber bräunt auch noch ein bisschen nach, das heißt, eine Spur, bevor es perfekt ist. Und wir haben jetzt den richtigen Zeitpunkt. Genau so sollte er ausschauen. Wunderbar goldgelb. Jetzt geht es an die erste der Hauptzutaten. Paprika. Da gibt es alleine aus dem Seewinkel schier unendlich verschiedene Sorten. Sie schauen, wie unterschiedlich schöne Farben wir haben.
haben auch unterschiedliche Geschmäcker. Die einen sind süßer, die anderen ein bisschen bitterer. Im Allgemeinen kann man sagen, die, die grün sind, haben ein bisschen diesen frische Faktor, also diesen leichten Bittergeschmack. Je dunkler und farbiger sie sind, also orange, sogar so lila wie der, oder rot, die haben dann diesen ganz süßen Geschmack. Die bunten Paprika werden nun grob in Stücke gehackt und gesellen sich nun alle in den Wok. Das Ganze lassen wir jetzt ganz langsam angehen, also nicht zu scharf, nicht zu fest, nicht zu intensiv von der Hitze. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass es bitter werden kann. Und wir wollen da richtig uns Zeit lassen. So wie beim Knoblauch, gut Ding braucht Weile, aber dafür schmeckt es dann auch wirklich großartig. Ich habe noch eine kleine Sättigungsbeilage für Sie vorbereitet, die wir dazugeben können. Nur schauen, brauchen wir ein Geschirr. Da. Und zwar Tahonia. Tahonia ist was, das kommt aus Ungarn, also quasi direkter Nachbar. Das ist, besteht aus Mehl und Ei, schmeckt ein bisschen wie Pasta, kann man sagen, wird aber ähnlich wie ein Risotto gemacht. Tahonia, das auch als Eiergerstel oder Eiergrauben bezeichnet wird, bekommt man bei uns übrigens in jedem besseren Supermarkt. Aber zurück zum Lecho. Was fehlt uns jetzt noch für unser Lecho? Eins der wichtigsten Dinge, nebst dem Paprika, sind die Paradeiser im Lecho. Denn die geben das Ganze, die machen das wirklich schön rund. Und da haben wir natürlich auch welche aus dem Seewinkel, und zwar vom Erich, vom Steckowitz. Den haben Sie jetzt schon wirklich kennengelernt. Unterschiedlichste Sorten, wie das zum Beispiel das Ochsenherz. Ganz ein großartiger Paradeiser. Schmeckt ganz herrlich in solchen Gerichten. Schmeckt nicht ganz so herrlich als Caprese. Sie kennen das, Mozzarella mit Tomaten. Da passt es überhaupt nicht. Aber für Soßen und Eintöpfe sind diese Ochsenherzen ein unglaublicher Genuss. Aber damit sein Lecho im Endeffekt wirklich unverwechselbar wird, verwendet Oliver jetzt gleich ein halbes Dutzend unterschiedlicher Paradeisersorten. Okay, rein damit. Und umrühren. Verfeinert wird jetzt nur mehr mit frischem Thymian und Majoran. Und das sollte jetzt so richtig, auf Wienerisch sagt man, zum Safteln anfangen. Ja? Neben Salz kommen jetzt noch der knusprige Knoblauch, etwas Chili, Kümmel und Paprikapulver in das Lecho. Okay. Umrühren und kochen lassen. Die Tahonia, na, jetzt riecht super. Boah. Tahonia hat aufgekocht, das heißt für mich, Deckel drauf. Zack. Und ein bisschen kleiner drin, jetzt brauchen wir nicht mehr Vollgas. So, was brauche ich jetzt noch? Jetzt haben wir dann die große Glaubensfrage, kommt noch eine Wurst dazu oder nicht? Ich habe da eine herrliche Paprikawurst. Die würde wahnsinnig gut dazu passen. Die brate ich auch noch mal extra an. Am besten, ich habe sie noch nicht einmal ausgewaschen. Ganz leicht in diesem Knoblauchding. Und dann zum Schluss, wenn der so richtig schön zum Safteln angefangen hat, kann man die ganze Sache noch mit einem Ei abbinden. Einfach nur ein Ei reinschlagen und dann wird diese Lecho, dieses Lecho-Gericht, das so richtig herrlich nach dem Seewinkel riecht und vor allem schmeckt, schön abgebunden. Dazu dann das Tahonia serviert und fertig ist unsere Seewinkel-Vorspeise. Perfekt. Nun kann unsere Köstlichkeit aus dem Seewinkel eigentlich auch schon angerichtet werden. So, das Lecho können wir anrichten. Und zwar natürlich das Lecho als allererstes. Lecho in. Unser herrliche. Das ist eine richtige Suppenterrine schon fast da. Und drüber die Paprikawurst. Die Tahonia-Sache würde ich an ihrer Stelle extra anrichten, denn es ist ja eigentlich eine Vorspeise und wir richten sie ja deswegen an, damit unsere Gäste draußen in der Zwischenzeit schon was essen können, während wir unser Schweinsbraten noch fertig machen. Und es gibt ja viele Leute, die wollen bei der Vorspeise nicht gleich Sättigungsbeilage haben. Also extra anrichten, aber ganz wichtig, damit es nicht vergessen wird, denn es schmeckt wirklich herrlich. Auch das nicht vergessen, schön zu dekorieren. Einerseits, den wir da bei der Tahonia ein bisschen an Thymian drauf.
und bei unserem Leccio ein bisschen mehr ran. Zack. Zack. Und wenn Sie die Wurst weglassen, dann geht sogar ein vegetarisches Hauptgericht durch. Oder überhaupt das Hauptgericht mit der Wurst, wie Sie immer Sie wollen. Und fertig ist unser wunderbar dampfendes, knackig-saftiges Leccio aus dem Seewinkel. Wenn man die Wurst weglässt, dann ist das Gericht nicht nur vegetarisch, sondern auch gut für die Linie. Die Portion hat knapp nur 300 Kalorien und kostet bei der Zubereitung für 4 Personen nicht einmal 2 Euro. Aber es ist wohl ganz gut, dass die Vorspeise so leicht war, denn jetzt vollenden wir ja noch unsere Schweinereien. Jetzt komme ich wieder zu meinem Schweindl und das ist wirklich sensationell. Schade, dass Sie es nicht riechen können. Durch ist es. Und das ist auch durch. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass der Kümmelbraten richtig schön knusprig wird. Das heißt, wir müssen die Positionen nochmal tauschen. Der Kümmelbraten muss nach oben und oben Oberflächengrill, damit er richtig schön knusprig wird. Das muss so knacken wie Chips und Popcorn. Und das andere ist ja schon durch, hat eine wunderbare Kruste, kommt wieder unten und lassen wir einfach nur weiterziehen. Nachdem das Mangalitzerschwein zwar bestimmt köstlich, aber als Fettschwein auch ein klein wenig fett ist, will Oliver als Beilage ein schnelles Paradeiskraut aus Seewinkelgemüse zaubern. Und das geht so. Dafür brauchen wir natürlich ein wunderbares Weißkraut. Ein bisschen Öl in der Pfanne. Zwiebel und Paradeiser. Denn das pannonische Paradeiskraut könnte natürlich nicht funktionieren ohne Paradeiser. Tatsache. Zuerst schwitzt Oliver etwas Zwiebel an und gibt, sobald dieser glasig ist, auch gleich das grob gehackte Kraut dazu. Und dann gleich salzen, ganz wichtig, dann bricht das Kraut nämlich auch und auch gleich den Kümmel dazugeben. Wenn das Kraut aufbricht, bedeutet das, dass es schneller weich wird. Wichtig für das Paradeiskraut ist auch etwas Knoblauch. Beim Kleinschneiden wird Oliver von einem wundervollen Geräusch unterbrochen. Ich hab grad was knacken gehört, schauen wir mal. Ja, jetzt geht's los. Wenn Sie da reinschauen, da oben, jetzt regt es eine wunderbare Kruste. Und gerade da, wo es dann so hell wird, gerade am Rand, sieht man das wunderbar. Da fängt schon an, so popcornartig zu werden. Da poppt so richtig dahin. Wieder zu. Knoblauch hacken. Und ab damit ins Kraut. Noch vor den Paradeisern kommt nun noch etwas Tomatenmark ins Paradeiskraut. Jetzt haben wir unsere Paradeiser. Natürlich, wie sich's für diese Sendung gehört, aus dem Seewinkel. Und die schneiden wir jetzt ganz grob auseinander. Es ist übrigens so, dass es stimmt, dass der Strunk eines Paradeisers giftig ist. Aber ich glaube, Sie müssen ungefähr so viel am Tag davon essen, wie ein Elefant an Essen zu sich nimmt, dass es wirklich ernsthafte Auswirkungen hat. Trotzdem entfernt Oliver die Strünke, würfelt die Tomaten und gibt sie dann samt frischen Kräutern zum Kraut dazu. Das muss jetzt nur noch wenige Momente einkochen und dann ist es auch schon soweit. Mein Kraut ist so gut wie fertig, es riecht sensationell, aber was noch viel sensationeller riecht, kosten wir mal kurz. Das ist das Mangalitzerschwein. Die Frage ist, woher weiß man, wann so ein Schweinsbraten fertig ist? So ein Kümmelbraten ist fertig, ich sage Ihnen, wenn er so ausschaut. Und zwar genau so. Sehen Sie das? Da oben, das da, ist das, was so macht, wie Popcorn. Und das ist wirklich knusprig. Und der Schopf, der ist auch schon durch. Hat auch eine wunderbare Kruste. Also heute kann man wirklich sagen, meine Freunde hier, hinter der Kamera und im Regieraum. Heute gibt es genug zu essen. Das Einzige, was noch fehlt, ist, wir müssen unser Kraut noch fertig machen. Merken Sie es? Ich kann schon fast nicht mehr reden, weil es so gut riecht. Das Paradeiskraut wird jetzt nur mehr mit Petersilie abgeschmeckt und kann schon serviert werden. Schaut mal, super saftig, paradeisig. Da ist der ganze Sommer drin. Und gerade der Seewinkel hat ja so viele Sonnenstunden, danach schmeckt es. Nach dem Kraut und nach dem Paradeisern. Und nun zum Fleisch. Schopfbraten.
Eieieiei. Schaut, dass es nicht kosten kann. Und da drinnen diese. Sie sehen es, ist wie bei einem Schulterscherzel. Ja? Gerade diese Fettschichten da drinnen. Das ist das, was dieses Schwein ausmacht. Ein wunderbares Fett, ein herrliches Fett. Stimmt das, Dr. Barbara? Herrliches Fett? Kann so ein fettes Stück Fleisch wie das vom Mangalitzer-Schwein überhaupt gesund sein? Also aus ernährungswissenschaftlicher Sicht kann man nur sagen, die Dosis macht das Gift. Und demnach, wenn ich jeden Tag ein Mangalitzer-Schwein esse, wird es dem Körper genauso wenig bekömmlich sein, als wenn ich mich auch mit pflanzlichen Lebensmitteln komplett eintönig ernähre und jeden Tag nur kiloweiß Äpfel esse. Na, dann kann man ja auch fast bedenkenlos den Kümmelbraten probieren. Oliver, wie sieht der jetzt von innen aus? Sie sehen, es ist natürlich eine Spur fetter als ein normales. Ein normales Schweinsbraten und ein normaler Kümmelbraten. Aber genau das macht den Unterschied aus. Die knapp 500 Kalorien pro 15 Decker Kümmelbratenportion samt Beilage stammen zu fast drei Viertel vom Fett. Dafür ist das Gericht praktisch frei von Kohlenhydraten und somit sogar für eine Low-Carb-Diät geeignet. Und wenn Sie vier Portionen davon zubereiten, kostet sie eine davon nur knapp 5 Euro. Einen Euro teurer wäre das Gericht mit dem Schopfbraten. Das ist zwar etwas mehr, als ein Massentierhaltungsschweinsbraten kosten würde, aber geschmacklich jeden Cent wert. Gell, Oliver? Das ist geil. Wow. Der Puls4-Küchenchef ist offensichtlich sprachlos. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie gut der Seewinkel und seine Produkte schmecken. Alle Rezepte zur heutigen Sendung finden Sie wie immer auf kochmitoliver.at. Viel Spaß beim Nachkochen.